10 Jahre lang hat er darauf gewartet. Und mit 31 Jahren und nach 27 Etappensiegen darf Mark Cavendish nach seinem Erfolg bei Utah Beach endlich das gelbe Trikot überziehen. Er ist definitiv der Mann des Tages. Die 103. Ausgabe der Tour de France geht endlich los. Die erste Etappe startet am Mont Saint-Michel und es geht nach Utah Beach im Département des Manches. Auf dieser 188 Kilometer langen Strecke ohne wirkliche Schwierigkeiten müssten sich die Sprinter in Szene setzen. Die erste Etappe der Tour de France ist immer etwas Besonderes. Die Stimmung schwebt zwischen Ausgelassenheit und Anspannung und es werden heute auch sofort mehrere Fluchtversuche unternommen. Die erste erfolgreiche Fluchtgruppe bilden Paul Voss und Jan Bartha von Bora Argon 18 und Lee Howard von IAM. Dahinter versuchen der Franzose de la Place von Fortuneo Vidal Concept und der Brite House von Cannondale zu kontern. Zwei Anstiege der zweiten Kategorie entscheiden auf dem ersten Abschnitt über den ersten Träger des Bergtrikots. Paul Voss lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen. Der Deutsche zieht Bartha und Howard davon und erobert das Trikot des Kletterspezialisten. Bartha und Howard warten dann auf ihre Verfolger und zu viert setzen sie zur Jagd auf Voss an. Doch der gibt sich mit dem Bergtrikot zufrieden und fährt schnell in die Verfolgergruppe zurück. Das Feld hält den Abstand bei knapp 3 Minuten. Doch eine Etappe am Ärmelkanal wäre nichts ohne den Wind. Und starker Seitenwind bringt das Feld in Fächerposition. Cannondale ziehen sich lang und manche stecken hinten im Peloton fest. Das Feld ist nervös und Contador kommt an der Rennspitze schwer zu Fall. Vorne wird um die Punkte im Zwischensprint gekämpft und die gehen an Lee Howard. Der Mann von IAM und Jan Bartha werden schnell wieder eingeholt. Alex House und Anthony de la Place kämpfen, fallen jedoch auch 5 Kilometer vor dem Ziel wieder ins Feld zurück. Wie erwartet kommt es zum Massensprint. Mehrere Fahrer stürzen auf den letzten 500 Metern, während Mark Cavendish souverän zu seinem 27. Etappensieg bei der großen Schleife sprintet. Das Bild des Tages ist bestimmt der stürzende Alberto Contador. Der Star des Teams Tinkoff konnte an der Schulter und Hüfte verletzt jedoch weiterfahren. Der Sieger der Ausgaben 2007 und 2009 konnte wieder ins Feld vorstoßen, das unter der Initiative von Fabian Cancellara auf ihn wartete. Egal gegen wen ich sprinte, die Tour de France ist die Tour de France und ein Etappensieg hier ist unglaublich. Das gelbe Trikot überzuziehen ist eine Ehre, die mir bisher noch nie zuteil wurde. Das macht mich etwas sentimental. Morgen wird ein besonderer Tag und ich könnte ihn nicht besser angehen. Hier in Utah Beach denke ich nicht nur an die Soldaten, die am D-Day gefallen sind, sondern auch an alle, die in der modernen Welt im Kampf um die Freiheit ihr Leben gegeben haben. Das ist auch Ihnen zu Ehren. Mark Cavendish hat sich heute vor seinen üblichen Rivalen Marcel Kittel, Peter Sagan und André Greipel durchgesetzt. Christophe Laporte ist als erster Franzose Sechster, gefolgt von Brian Coquart. In der Gesamtwertung liegt Cavendish jetzt mit Bonuswertung 4 Sekunden vor Kittel und 6 Sekunden vor Sagan. Mit 31 Jahren darf der Brite zum ersten Mal das gelbe Trikot überziehen. Morgen am Sonntag führt die zweite Etappe von Saint-Lô über 182 Kilometer nach Cherbourg. Der Wind wird sich wohl einladen und die Teilnehmer werden sich auch an der Côte de la Glacerie messen müssen, wo die Puncher um den Etappensieg kämpfen werden. Doch morgen ist ein neuer Tag. Zuerst genießen wir noch einmal die Bilder des heutigen.